Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet zu meinem neuesten Video. Ja, heute ist schon der 23. Dezember, also morgen ist Weihnachten und ich habe so viel um die Ohren gehabt und ehrlich gesagt auch zwischendrin keine Lust gehabt zum Filmen. Darum komme ich erst jetzt dazu. Ich weiss nicht, ob das letzte Video für dieses Jahr gewesen wird. Ich habe noch so viel zum Abdrehen, aber ich weiss eben nicht, ob ich noch dazu komme. Aber das Video kommt sicher. Und ja, ich habe mich für einen Chrüsi-Müsi-Vlog entschieden. Da habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Also, ich habe glaube bis jetzt auch nur zwei gemacht. Weil da doch ein bisschen zeitintensiv ist. In meinen Chrüsi-Müsi-Vlogs zeige ich ja euch immer verschiedene Sachen. Ich erzähle euch verschiedene Sachen. Und ja, ich habe da schon einen Haufen angesammelt. Darum habe ich gedacht, mal, jetzt wird es wieder Zeit. Ich habe wie immer kein Konzept und weil da wahrscheinlich ein längeres Video wird, werde ich da nicht 100 Mal anfangen. Also es kommt, wie es kommt. Ich denke, ihr kennt mich ja langsam und ich hoffe, ich vergesse nichts. Ja, was ich ganz sicher nicht vergessen werde, ist ein grosses Dankeschön an euch alle, an alle, die mir zuschauen, an alle, die mich abonniert haben. Es freut mich wirklich mega von Herzen. Ich habe auch Freude an dem YouTube-Hobby. Und ja, weil ich auch in letzter Zeit nicht so dazugekommen bin, habe ich gedacht, ich tue das gerade wieder in dem Chrüsi-Müsi-Vlog integrieren. Und zwar, ja, möchte ich einfach als kleines Dankeschön wieder eine Verlosung machen. Es gibt sicher was Duftiges und eins, wo ihr euch selber ein bisschen mit einbringen könnt. Und ja, das werde ich aber zum Schluss machen. Also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mir zuschaut. Und ja, ich hoffe, es bleibt so. Ja, ich habe mir eine Tasse Kaffee, meine herzige Eulentasse, parat gemacht, eben weil es wahrscheinlich etwas länger wird gehen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ja, es hat auch etwas was mit nächstes Jahr zu tun. Ich kann es ja vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen leicht anklingen lassen, dass ich ja, ein bisschen sparen muss. Und ja, es ist jetzt so, ich werde nächstes Jahr umziehen, Anfangsjahr. Und ja, ich werde endlich mit meiner zweiten Hälfte zusammenziehen. Das ist alles recht kurzfristig und völlig ungeplant zustande gekommen. Ich freue mich mega. Es wird sich natürlich vieles ändern. Ich denke auch da für meinen Kanal, weil ich werde garantiert mehr Zeit haben zum Drehen. Und ich werde auch sicher die Möglichkeit haben, zum noch andere Sachen zu drehen. Weil wenn man das zweite ist, kann man dann vielleicht auch mal ja, ein Kochvideo machen oder sonst irgendwas. Und ja, durch das, dass ich dann immer meine zweite Hälfte bei mir habe, habe ich auch ein bisschen mehr Zeit an den Wochenenden und ja. Also, das ist das, was mich momentan extrem einspannt und anspannt auch, ist natürlich ein großer Schritt. Ich meine, ich habe jetzt da ganz allein wohne ich seit 6 Jahren. Vorher habe ich immer in Vegas gewohnt, aber ja, es ist ein großer Schritt. Ich bin aufgeregt, ich freue mich riesig und das wird aber dazu führen, sozusagen. Dass dann natürlich anfangs nächstes Jahr wahrscheinlich eben nicht so viele Videos kommen werden, einfach weil ich mich jetzt um das Gezügle kümmern muss. Und ich hoffe aber eben, dass ich doch noch einige Videos vortragen kann, die ich euch dann hochlade. Und das eine hat auch ein bisschen mit dieser Thematik vom Zügeln zu tun. Ich habe euch ja schon vor längerem mal gesagt, dass ich eventuell so Ausmischt-Videos plane. Wie bin ich eigentlich auf das gekommen? Nicht wegen dem Zügeln, sondern das hat einen ganz anderen Ursprung gehabt. Und zwar, ich weiß nicht mehr wieso. Ich bin mal auf YouTube per Zufall auf einen Kanal gekommen oder auf ein Video, wo es um Minimalismus geht. Ja, das Thema ist mega trendy im Moment. Und ich weiß nicht wieso, ich habe es sehr interessant gefunden und habe dann wirklich einen Haufen von diesen Videos geschaut. Kann euch aber sofort sagen, also ich werde niemals ein Minimalist werden. Für das
liebe Sachen einfach zu sehr. Sachen machen mich auch glücklich und ja. Aber ich finde jedem das Seine. Und ein Satz oder eine Thematik, aber glaube ich vollkommen, und zwar, dass weniger Besitzen das Leben etwas stressfreier macht. Weil wenn man viele Sachen hat, dann muss man auch viel aufräumen und ja, man investiert viel Zeit ins Putzen. Man ist auch vielleicht einfach gestresster, wenn man so viele Sachen sieht, rumstehen. Und ja, das habe ich einfach immer sehr interessant gefunden und dann bin ich mal in einem Video auf ein Buch gestoßen. Und ja, das ist so eine kleine Buchempfehlung, wenn man das sagen kann, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik ausmisten, auseinandersetzen will. Und ja, einige kennen das vielleicht, weil das ist schon mega gehypt, vor allem in den USA. Und zwar geht es um Magic Clinic von der Marie Kondo. Dann gibt es auch noch einen zweiten Teil. Der erste Teil heisst Wie Wohnung und Seele aufgeräumt bleiben. Und der zweite Teil ist Wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Ich muss sagen, das zweite Buch habe ich noch nicht durchgelesen. Aber da habe ich wirklich verschlungen. Und ja, ich will euch gar nicht zu viel dazu sagen, weil ihr findet sehr viele professionelle Reviews auf YouTube. Es ist zum Teil ein bisschen esoterisch angehaucht, aber ich finde, es hat was. Ich habe damit angefangen. Und zwar habe ich meine Kleider angefangen, damit ausmisten, und da hat wirklich viel geholfen. Ich habe jetzt ihre Methode, die nennt sie KonMari-Methode, nicht komplett durchgemacht. Ich habe es geplant, aber jetzt durch den Umzug muss ich so oder so ausmisten und dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen auf eine andere Art ausmisten. Aber es hat mir doch sehr viel gebracht und beim Ausmisten stelle ich mir auch wirklich die Frage, wo sie sagt, wo man sich stellen soll. Also bringt mir das Teil Glück, tut es mich erfüllen, macht es mich froh, dann darf es bleiben, wenn nicht, kommt es weg. Ja, also wie gesagt, es gibt sehr viele Buchbeschreibungen und wenn euch das interessiert, tun sie mal in YouTube eingeben. Und ja, wie gesagt, eben durch das, dass ich zügle, werde ich jetzt wahrscheinlich, wenn es Zeit zulässt, auch so ein paar Ausmischt-Videos hochladen, damit ihr seht, von wo ich mich einfach trenne. Ich hoffe, das interessiert die einen oder anderen. Und ja, ich habe sehr viele Sachen, aber, also ich bin kein Messi oder so, aber ich hatte ein bisschen mehr das Denken früher, ja, lieber alles zu Hause haben, wenn man es mal braucht, als nicht haben. Mittlerweile eben bin ich von dieser Denkweise weggekommen. Ich habe auch schon recht aussortiert, aber eben, es hat gleich noch Sachen wie Nagellack, Kosmetik, Haushaltssachen, die weggekommen werden. Und eben, wenn es Zeit zulässt, werde ich euch auch zudem dann schnell Videos zeigen. Einfach, ich werde nicht viel sagen, euch einfach zeigen, wann ich entsorge. Ja, da zudem. Also, wie gesagt, per 1.2. tue ich zügeln. Wir können wahrscheinlich schon ein bisschen früher in die Wohnung. Und ja, da muss man jetzt halt alles ummelden. Dann schauen wegen der Wohnung putzen. Ja, ganz viele Sachen. Das macht mich momentan ein bisschen nervös, aber es kommt schon gut. Gut, dann gehen wir weiter. Ich trinke schnell einen Schluck Kaffee. Morgen ist ja Weihnachten. Ich liebe Weihnachten, das ist mein Lieblingsviertag im Jahr. Dieses Jahr ist ja noch umso spezieller, weil letztes Jahr war leider meine Halbfamilie krank gewesen. Dann mussten wir wirklich kurzfristig umdisponieren. Dann habe ich mit meinen Tanten und der Oma gefeiert. Und ja, es war halt nicht das Übliche gewesen. Bei uns ist es Tradition sozusagen am 24. Jahr. Gehen wir immer oder gehe ich zu meinen Eltern heim, ohne meine zweite Hälfte. Und ja, da kommen dann eben immer die Oma, dann
normalerweise zwei Tanten und alle 2 Jahre dann meine Schwester mit ihrem Mann und dem Kind und natürlich meine Kleinschwester. Und ja, dieses Jahr sind wir leider eine kleinere Runde. Also dieses Jahr sind wir die Sechste. Weil immer noch viele Leute sind, aber ja, sonst sind wir eben einmal so um die 10 Leute. Und ja, ich habe gedacht, weil das eben etwas speziell ist, lasse ich mir doch was einfallen. Und habe die Idee ist mir letzte Woche gekommen und habe kurzfristig was bestellt in einem Online-Shop in Deutschland. Und Gott sei Dank, also heute habe ich es holen können, ist es gerade noch rechtzeitig gekommen. Und zwar habe ich Kopfschmuck bestellt, als Überraschung, dass jeder etwas tragen soll. Und ja, die Sachen zeige ich euch jetzt schnell. Ich finde es einfach witzig. So, dann habe ich zum ersten hier einen Mini-Elfhut. Es sind, glaube ich, alles Haarreifen. Ich lege jetzt die nicht an, aber ich würde es euch gerne zeigen. Dann habe ich einen kleinen Santa-Hut. Der sieht so aus. Das sind ein bisschen die schlichteren. Und dann einen natürlich mit Tannenbäumen. Der ist auch sehr witzig. Ja, und die drei schönsten sind zum einen, ich glaube, das ist auch ein Rentiermotiv mit dem Santa. Den wunderschöne glitzerige Schneeflocken. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, welches das ich nehme. Und da habe ich gedacht, für meinen Vater oder wer es denn tragen möchte, eine riesige Rentierdeko. Ja, das letzte Jahr haben wir das erste Mal, also letztes Jahr nur ich und meine kleine Schwester, haben wir uns so einen Weihnachtshut gekauft und eben jetzt bin ich auf die Idee gekommen. Sie werden das kindisch finden, aber ich finde es eine witzige Idee und werde dann auch sicher Fotos machen. Und ja, bin wirklich mega happy, hat das so kurzfristig alles geklappt und dass ich es überkommen habe. So, das zu dem. Und dann kommen wir jetzt eigentlich schon zum Abfall. Also, ich habe überlegt, ob ich ein separates Video soll drehen zu ab in die Tonne, also Beauty, Make-up, Abfall. Aber weil ich ja einen Krüsimüsi-Vlog mache, habe ich gedacht, ich tue da jetzt drin einbinden. Wenn euch das nicht interessiert, müsst ihr leider ein bisschen weiter vorspulen. Also nachdem kommt dann die Verlosung. Aber ich habe wirklich sehr viel Müll gesammelt und ich bin wirklich froh, kann ich das jetzt entsorgen. Ich habe hier neben mir auf der anderen Seite gerade den Abfallsack. Kreuz quer, eben Beauty, Haushaltspflicht, Make-up, dekorative Kosmetik und ja, ich lege jetzt los. Da muss ich nicht mehr viel dazu sagen. Balea Lockenmousse habe ich euch ja gerade in meinem letzten DM-Haul gezeigt. Mein absoluter Favorit. Ich liebe ihn. Super Preis-Leistungs-Verhältnis, kaufe ich immer wieder nach. Habe ich einen leer gemacht. Dann, wo ich nicht so Fan davon bin, wo viele davon schwärmen, sind die Nivea Cremepflege-Reinigungstücher. Also sie schmecken wirklich angenehm nach Nivea, aber ich finde sie erstens nicht so feucht und zweitens, ja, ich brauche das Cremige gar nicht, weil ich verwende die eigentlich nur für meinen Schminktisch, wenn ich mir Swatches abputzen oder schnell einen Pinsel putzen und dann empfinde ich die Creme eher als störend und eben wie gesagt, zum Abschminken wären die mir glaube ich zu wenig feucht. Ja, ist jetzt nicht etwas, was ich mal wieder nachkaufen. Dann habe ich jetzt Zahnpaste fertig gemacht von Müller. Und zwar von der Eigenmarke ist da glaube ich Sensident Cool Cassis. Da ist eine Limited Edition gewesen und also die ist super gewesen. Zum einen mega ergiebig. Also, ich habe ewig an dieser gehabt und sie ist wirklich gut. Also, sie schäumt so mittelmäßig, würde ich sagen. Also, ich bin noch zufrieden. Und ja, es ist so süßlich frisch. Also, man schmeckt ganz stark die Cassis
Und man fühlt sich aber auch frisch danach. Und das war wirklich mal eine Abwechslung zu den normalen Zahnpasten. Und ja, ich werde dann, wenn ich wieder mal im Müller gehe, sicher schauen, was jetzt so für Geschmacksrichtung hat von Zahnpasten. Dann habe ich leer gemacht von Garnier ein Micellenreinigungswasser, das Pinke All in One. Habe ich euch ja im DHM-Haul auch gezeigt. Ich habe mir wieder das Hellrosa gekauft, weil ich das Hellrosa am besten finde. Auch das ist gut, nur ich finde, es gibt leichte Unterschiede. Und das Rosarote, finde ich, klappt bei mir einfach noch einen Tick besser. Darum, ja, wäre jetzt da kein Nachkaufkandidat, aber ist gut gewesen. Dann hier der zweite Pack Nivea Creme Reinigungstücher. Da hat es ja ziemlich lange so ein Angebot gegeben, dass man einen gezahlt hat und einen zweiten gratis bekommen hat. Dann habe ich ein Deo fertig gemacht, Dove Invisible Dry. Den finde ich gut, habe ich jetzt mal nachgekauft. Langsam mag ich den Duft aber nicht mehr, aber werde jetzt den, den ich noch gekauft habe, natürlich aufbrauchen. Dann von Bath & Body Works. Ich weiß nicht, ob das mein letzter ist. Nein, ich glaube, ich habe noch einen in Eukalyptus und Spearmint. Auf alle Fälle habe ich das Showergel in der Duftrichtung White Tea und Ginger aufgebraucht. Ich habe ja bis jetzt nur einmal bei Bath & Body Works bestellt. Die sind ja sauteuer, wenn sie keine Aktionen haben. Also für den Originalpreis würde ich mir das nie kaufen. Ich liebe White Tea and Ginger als Duft in Wachsform. Aber da hat er mir ehrlich gesagt nicht mehr so gefallen, weil da die Teenote so extrem war. Also ich finde, in Wachsform duftet der 100-mal besser. Da habe ich wirklich, wirklich gegen den Schluss zu kämpfen gehabt, um das aufzubrauchen. Und also wäre jetzt ein Duft, den man nicht als Duschgel nochmal nachkaufen würde. Dann habe ich eine Handschaumseife aufgebraucht von Sacrotan. Samtschaum, cremige Vanille und Orchidee. Da gibt es Pro und Contra. Das Pro ist, der Duft, er ist wirklich sehr angenehm gewesen, nicht zu so stechend, aber man hat ihn wahrgenommen. Aus Gute, obwohl es so eine bakterielle Handseife gewesen ist, hat die Hände wirklich, wirklich nicht ausgerechnet, wie es, ja, wenn ich sonst immer habe, so antibakterielle Handseife, also als wäre es eine normale Handseife. Das einzige Negative, der hat sich extrem schnell aufgebraucht und ja, also der ist extrem schnell leer gewesen. Ich habe jetzt doch schon zwei, drei andere Schaumseifen ausprobiert. Ja, und ich glaube, die Sacrotan sind da nicht so billig. Aber eben, was dafür spricht, dass es eine antibakterielle Handseife ist und die Hände nicht austrocknen. Also es kann sein, dass ich mir wieder mal so eine nachkaufe, aber ja, bin mir jetzt noch nicht sicher. Dann habe ich mir einmal spontan eine Spülung von Lidl gekauft, weil ich gerade keine zu Hause hatte, von der Eigenmarke Sien. Provitaminspülung, Repair und Care. Ja, absoluter Fail gsi. Der Duft, naja, so ein bisschen chemisch frisch. Aber vor allem hat mich gestört, er hat meinen Haaren nichts gebracht. Also, ich konnte weder durchkämmen, noch haben sie sich weich angefühlt. Also, das wäre garantiert kein Nachkaufprodukt. Dann habe ich leer gemacht von Nivea ein Pflegeshampoo für längeres beanspruchtes Haar. Ja, bei Shampoos bin ich nicht so wählerisch, also dort wechsle ich immer ab, sagen wir so. Ich glaube, das ist ganz okay gewesen, das ist schon länger her, als ich es aufgebraucht habe. Ja, dann habe ich auch mal badet von Titisept Meeressalz für Rücken und Schulter. Ja, ich habe leider öfters mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Und das schmeckt einfach herrlich. Das ist ein Gesundheitsbad mit Wacholder, Wintergrün, Öl und Ingwer. Herrlich. Leider macht es keinen Schaum,
aber sind dafür sehr intensiv, sehr angenehm. Also man fühlt sich nachher wirklich wohler, finde ich. Und ja, wegen dem Schaum schmeißt ich halt einfach etwas anderes drin. Und ja, ich bin aber ein riesen Fan von diesen TT-Sept-Badesatz. Dann nochmal von TT-Sept. Eine Portion Liebe. Champagnerbeeren. Und da muss ich sagen, der Duft ist mir ein bisschen zu stichig. Bei der Duftprobe hat er mir noch sehr gut gefallen. Ich habe auch leider diese ganze Flasche gekauft, aber er hat, glaube ich, es ist auch schon lange her, als ich die benutzt habe. Ich habe gemeint, ja, der Duft hat mir dann auch nicht mehr so gefallen. Also, da ist sicher kein Nachkaufkandidat. Die Flasche würde ich dann wahrscheinlich aufbrauchen, aber nachher werde ich mir das sicher nicht mehr nachkaufen. Dann ein dekoratives Produkt. Ich habe von Elf wieder mal ein Blush gelernt in der Farbe Peachy Keen. Zum Beweis, da hat es nur noch eine kleine Ecke drin. Hier. Ja. Elf ist eine sehr preisgünstige Marke. Ich finde, die Qualität ist sehr unterschiedlich. Also Elf hat sehr gute Produkte und dann auch wirklich, sorry, aber billige Produkte. Blushes, die meisten finde ich sehr gut. Und ja, ich glaube, es kommt noch ein zweiter, den ich gelernt habe. Ich habe aber schon lange nicht mehr bei Elf bestellt. Dann, ja. Ich meinte, ich habe mal vor langem einen Lashhol vorab gedreht. Ich weiß nicht, wieso ich nicht hochgeladen habe. Ich war nicht zufrieden. Ja, auf alle Fälle habe ich den Hair Conditioner American Cream aufgebraucht. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, 250 Gramm, genau. Ich liebe die. Also der Duft sowieso habe ich ja jetzt auch en masse in Duftwachsform geschrieben, geschrieben, gekauft. Aber auch die Pflege habe ich, / finde ich gut. Also ich hatte schon zweimal die und war super begeistert gewesen. Mega weiche Haare und ich habe ja schwieriges Haar, aber bin da wirklich, wirklich super durchgekommen beim Strählen. Ich habe die jetzt immer noch Benutzung. Eine neue Flasche, eine grosse Flasche und momentan habe ich ein das Gefühl, beim Strählen komme ich nicht mehr so gut durch. Also das Haar ist immer noch super weich nachher und schön, aber die Kennbarkeit ist nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht ist es gerade die Flasche oder so, aber ich bin mega Fan von dem Produkt. Klar, es ist teuer, aber eben, ich habe selten so etwas Gutes gefunden für meine trockenen, lockigen Haare. Darum, ja, also riesen Fan und garantierter Nachkaufkandidat. So, dann habe ich nochmal gebadet. Ja, von Rossmann. Dem traue ich hinten an. Von Isane, das ist die Eigenmarke. Das ist Badesalz Traumzeit mit Lavendelöl und Vanillextrakt. Ach, Lavendelduft liebe ich und dann noch mit Vanille. Hat, glaube ich, auch keinen Schaum gemacht. Aber ja, hat wirklich schön geduftet. Ja, Rossmann komme ich leider nicht an. Ja. So, dann habe ich von Douglas was fertig gemacht. An dem habe ich echt auch lange gehabt. Und zwar aus der eigenen I Love Serie. Ich habe da ein Bath und Shower, mein Gott, Shower Cream gehabt. In der Duftrichtung Pink Marshmallow. Ihr seht da, das war auch pink gewesen. Da hat es noch ein bisschen Reste. Also, das sind ja 500 ml. Ich finde, es schmeckt nicht nach Marshmallow. Ich finde eher so ein bisschen nach Zuckerwatte-Kaugummi. Erstaunlicherweise, Gott sei Dank, ist mir es nicht verleidet, obwohl ich so lange dran hatte. Es war wirklich ein angenehmer Duft gewesen. Ja, aber eben. Jetzt habe ich mal 500 ml von dem Duft und es ist kein Duft, wo ich denke, wow, ich muss ihn wieder haben, aber es war wirklich okay und habe ihn gerne aufgebracht.
Dann eine Handcreme, die ich auch super finde, ist von Nivea. Die Soft und Intensiv. Für trockene Hände mit Macadamiaöl. Ja, ich schmiere mir ja immer hauptsächlich am Abend, wenn ich ins Bett gehe, die Hände. Die war einfach mega ergiebig gewesen, also die hat man mega lang gehoben. Plus hat sie wirklich super gepflegt, also anwenden und dann war wirklich gut gewesen. Ich habe jetzt momentan von Douglas, auch von dieser I Love Serie Handcreme, schmieren wir die Hände ein. Nach 5 Minuten habe ich das Gefühl, es ist noch schlimmer, sie sind noch trockener. Aber ja, die war sicher super gewesen. Würde ich mir auch nachkaufen, wenn ich nicht schon noch einige andere daheim hätte. So, schnell einen Schluck trinken. Dann habe ich fertig gemacht, einen Nagellackentferner von Ebelin. Das war so eine blaue Flüssigkeit. Fruchtig, frischer Duft, finde ich ehrlich gesagt nicht. Der schmeckt sehr stark nach Aceton. Ich habe ihn nicht gut gefunden. Also ich habe das Gefühl, ich habe von dem sehr viel gebraucht, damit ich den Nagellack wegbringe. Darum ist das dann noch ein Kandidat. Dann nochmal ein Bad von TT Sepp, das ist auch schon länger her. Eine Portion Urlaub Orange Minzöl. Der Duft an sich habe ich mega fein gefunden. Da hätte er aber dürfen intensiver sein, also der hat ein bisschen geschwächelt. Ja, würde ich mir eventuell mal nachkaufen, aber ich habe ja noch so viele Badsachen, drum ja, sicher nicht demnächst. Dann habe ich wieder aufgebraucht von NYX mein Eyebrow Cake Powder. Seit Monaten, Jahren verwende ich eigentlich nur dafür meine Augenbrauen, bin mega zufrieden damit. Ich glaube, kostet 14, 15 Franken, aber es hält wirklich lang. Ja. Never change your winning team. Also, ich bin zufrieden. Darum habe ich auch gar nicht das Interesse, was anderes auszuprobieren. Dann, tada, nochmal von Lush American Cream. Ja, das war, glaube ich, mein allererstes Fläschchen, das ich gekauft habe, um es auszutesten. Und dann noch habe ich die andere gekauft, die ich euch gezeigt habe. Und jetzt habe ich die grösste, die es gibt. Ja, I love it. Dann, ja, da mein zweiter Elf Blush, den ich leer gemacht habe. Nein, stimmt gar nicht. Wo ich entsorgen werde. Ja, ich habe auch ein paar Sachen, die ich einfach wegwerfen werde. Das ist die Farbe Giddy Gold. Ich habe zwar auch schon Hit the Pan, aber ja, das ist einfach mir zu goldig. Also das harmoniert irgendwie nicht mit meiner Hautfarbe. Das hat immer schrecklich ausgesehen. Und ja, eben ein bisschen nach Marie Kondo oder der Marie Kondo. Marie-Methode, so. Das Blush macht mich einfach nicht glücklich, es steht mir nicht gut und darum kommt er weg. Ja. Dann, ja, da gehört mehr dazu, da muss ich schnell suchen. Oder machen wir nachher. Genau, nochmal Schaumseife, Handschaumseife, und zwar von Palmolive Magic Softness in der, da steht gar kein Duft richtig, aber ihr seht es auf dem Bild. Limette. Super gewesen. Also wirklich, der hat im Vergleich zum Sakrotan extrem lang gehoben. Einen schönen, leicht zitrischen Duft. Und also Palmolive würde man garantiert wieder mal nachkaufen. Ich habe jetzt aber, glaube ich, noch zwei, drei andere, die ich zuerst aufbrauchen will. Dann etwas Dekoratives, das ich fertig gemacht habe. Ich muss da aufpassen, dass die Ränder nicht rausfallen. Von P2 ein Puder, das ist En Vogue Compact Puder 020. Da kann man gar nicht mehr lesen. Ich glaube, das war ein Leh von diesem Jahr oder letztes Jahr. Also höchstens letztes Jahr. Und ja, eben da jetzt noch ein bisschen Rand drin, aber sonst gesehen, da alles aufgebraucht.
Ist gut gsi. Bei Puder bin ich ehrlich gesagt aber nicht so wählerisch. Dann haben wir wieder Lash. Ja, ich habe aufgebraucht, das ist noch ein bisschen älter. Ein Schaumbad Unicorn Horn, das ist ja so ein, wie heisst es? Ein Horn gsi in verschiedenen Farben. Der Duft hat mich jetzt nicht umgehauen. Habe ich dann glaube gegen den Schluss auch genug einfach zu anderen Baden zusetzt, damit es Schaum gibt. Also wäre jetzt, ist sowieso Limited Edition gewesen, aber müssen wir jetzt auch nicht nachkaufen. So, dann, jetzt muss ich es gleich schnell suchen, wenn es da drin ist. Nein, ich glaube nicht. Also, ich habe letztens gebadet und dann habe ich die zwei miteinander gemischt. Und zwar sind da zwei Alverde Schaumbäder. Zum einen der Blütenregen und zum anderen der Seifenblasentraum. Einfach wie immer, eins ist mir ein bisschen wenig vorgekommen und ich habe glaube mal gehört oder gelesen, die duften nicht so stark. Dann habe ich gedacht, ich schmeiße beide drin. Und ja, ich muss sagen, leider habe ich null Duft wahrgenommen. Also es hat noch nichts geduftet. Wenn ich wiederum sagen muss, der Schaum war Hammer gewesen. Also das Gefühl hatte, der hat fast ein bisschen länger gehalten als von den Lash-Badeschäumen. Oder Bade, ja, Schaumbäder sozusagen. Ja, also der Schaum war mega gewesen, ist auch lang geblieben. Aber ich habe dann noch ein drittes rein tun von Tetesept, das Melisse. Bad, das ich so liebe und ja, damit ich einfach noch ein bisschen Duft habe, weil es hätte wirklich noch nichts duftet, also leider kann noch auf Kandidat. So, wir haben es bald geschafft. Nochmal etwas von Lash, ja. Ich habe ein kleines Duschgel aufgebraucht in der Olive Branch. Der Duft gibt es ja auch in Wachsform von jensten Hersteller. Und da ist es ähnlich wie mit dem Duschgel von Bath & Body Works, also in Duftwachsform, liebe ich den Duft, finde ich sensationell. Als Duschgel müsste ich das nicht mehr haben. Ich habe das Gefühl, da ist es viel, viel männlicher, nicht so weich, nicht so, ja, also Wachsform gefällt mir viel besser, das ist kein Nachkaufkandidat. Denn, ja, ich habe ein Parfüm geleert. Zwar eines von meinen Lieblingsparfüms, das ist von Puma's Woman. Gibt es schon ewig leider nicht mehr zum Kaufen. Ich habe das noch ziemlich teuer, ich glaube auf eBay war es, ersteigert. Ja. Einer von meinen absoluten Lieblingsdüften. Den hatte ich schon vor über 10 Jahren und ich liebe ihn immer noch. Und ich habe nochmal einen und dann ist fertig. Und ja, man findet ihn auch immer weniger eben auf eBay und diesen Seiten und dann wahnsinnig teuer. Aber ja, 50 ml habe ich schnell aufgebraucht. Ich denke, irgendwann, also bevor er ganz weg ist, wird man nochmal kaufen, weil ich liebe ihn. Ja, vielleicht kennen den einige von euch auch noch. So, dann habe ich noch einen zweiten Nagellackentferner aufgebraucht von Essence. Der Nail Art Nail Polish Remover. Der war glaube ich so lilafarbig. Viele schwärmen von dem, ich finde ihn so lala. Also so sensationell habe ich ihn nicht gefunden. Ich finde den, ich habe jetzt von P2 irgendwas mit Strong. So die pinkig, schmallängliche Flasche, die finde ich um ja, weiter besser als der. Also da wäre auch kein Nachkaufkandidat. So, dann habe ich nochmal gebadet. Das ist aber alles schon länger her. Genau, von Kneipp habe ich da ein Schaum- und Cremebad gehabt, Zauberhexe. Ich habe ja erst, nachdem ich es gekauft habe, gesehen, dass es mit Chiesi-Duft ist, was ich ja nicht so gerne habe. Aber ich muss sagen, er hat auch schön Schaum gemacht, hat
so das Wasser leicht rötlich verfärbt. Ja, der Duft ist jetzt gar nicht meins, darum kein Nachkaufkandidat. Den habe ich genau von Lush. Ich glaube auch ein Schaumbad. Icicle Boy drin badet. Den haben wir bestellt, nachdem ich von der Sylvie von Ice Flower den Melt gekauft habe. Das sind so irgendwie minzige Töne, glaube ich, mit, ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle, das war so ein Männchen. Ist mir von der Duftabgabe auch zu schwach gewesen, also das nächste Mal werde ich die zwei zusammen verwenden. Ja. Also der Duftgewächs ist jetzt hier auch viel besser gewesen als das Lush-Produkt. Den, was ich entsorgen werde, ist von Mua ein Fixing Mist Pro Base. Der kommt weg, weil er ja schon älter ist und vor allem, weil ich eigentlich immer mein MAC Fix Plus benutze, zu dem greife ich nie. Und ja, der darf ausziehen. Dann nochmal was von Lush, ja. Genau, auch ein Schaumbad. Sunny Side. Das war ein schöner, zitrischer Duft gewesen. Der hat mir gut gefallen. Würde ich mir eventuell nachkaufen. So, und jetzt haben wir da nur noch ein bisschen Kram. Ich glaube fast neu. Nochmal ein Parfüm. Jo, wo ich auch traurig bin, dass es leer ist, wirklich. Also, zeige euch zuerst das Parfüm. Ich habe mein geliebtes Sie von Giorgio Armani aufgebraucht. Ach, ich liebe den Duft. Also ein sehr femininer Duft. Sehr intensiv, aber nicht schwer, finde ich. Ach, ich liebe ihn einfach. Er ist leider ziemlich teuer. Und ja. Aber ein super Duft. Eindeutig ein Nachkaufkandidat. Nur mit dem Parfüm ist es bei mir auch ein bisschen so. Also nach einer Weile. Nicht sie verleitet mir, aber habe ich es dann gesehen für eine Zeit lang, dann kaufen wir was anderes. Habe ich jetzt auch gemacht. Aber ja. Es gibt ja leider auch wenig Düfte, die mir wirklich gefallen und die ich auch vom Kopf her verträge. Und da ist einer von denen und oh, der ist herrlich. Also ich liebe ihn. Der ist eindeutig noch auf Kandidat. So, was ich wegwerf, ist von La Bello e Lip Butter, Vanilla Macadamia. Habe ich auch schon gesagt, ich mag die Töpfe nicht. Ich habe jetzt eins in Benutzung, das ich absolut liebe. Das ich auch geschenkt bekommen habe. Aber ja, sonst, also in Zukunft werde ich mir nicht mehr so Töpfe kaufen, weil ich das einfach ein bisschen doof finde. So, wir haben es gleich geschafft. Eine Lippenpflege, die ich über alles liebe. Also, die beste, was es gibt, finde ich, ist, ich zeige es ja nicht zunächst, sie ist nicht mehr so schön, von Carmex. Ja, sie brennt halt auf den Lippen ein bisschen. Ist ein nicht so angenehmer Duft, aber also hilft meinen Lippen super. Den muss ich unbedingt mal nachkaufen. So, den wegwerfen tue ich von Maybelline ein Color 24 Stunden Tattoo Eyeshadow in der Farbe 65 Pink Gold. Den werfe ich weg, weil er jetzt ausgetrocknet ist. Aber ihr seht, den habe ich schon sehr, sehr aufgebraucht. Ich weiß nicht so recht, wann ich von diesen 24 Stunden Color Tattoos halte. Weil ich habe sie eigentlich bis jetzt nur als Base benutzt. Weil ich finde, so allein auf dem Auge wirkt das so ungleichmäßig und ja. Für das, um sie nur als Base zu benutzen, finde ich es ein bisschen schade, ein bisschen zu teuer und ja. Also ich habe zwar noch einige, die sind aber auch alle schon ein bisschen älter, die tue ich auch aufbrauchen, solange sie noch funktionieren. Eventuell kommt auch einer in so einem Ausmischvideo. Ja, jetzt schmecke ich noch dran. Ja, also der kommt weg. So, wir haben es gleich geschafft, noch vier Produkte. Schnell von Essence, ein Long Lasting Eye Pencil. Der kommt weg, weil er ausgetrocknet ist. Und den habe ich früher noch sehr viel benutzt, vor allem für die Unterwasser
Linie, nein, den unterwimperen Kranz. Mittlerweile mache ich ja da mehr mit den Lidschatten selber. Darum, ja, der ist also auch eingetrocknet, kommt weg. Ebenfalls leider eingetrocknet ist von Stila der Smudge Stick Waterproof Eyeliner. Der war als Geschenk dabei bei einer Palette. Ja, wenn man da noch wie will. Also, die heben super. Und der hat eben noch so Glitzerpartikel drin. Ja, aber ich greife auch nicht zu dem. Und eben, er zickt ein bisschen. Und ja, ich will eh nicht zum Greifen. Und darum kommt er weg. Dann nochmal ein Eyeliner, ganz ein spezieller von NYX, und zwar The Curve. Den habe ich geschenkt bekommen, weil ja, die Person nicht schlag damit gekommen ist. Und ich muss sagen, ich bin auch nicht schlag damit gekommen. Also man hebt ja das Ganze, glaube ich, so und dann... Aber hat irgendwie nicht funktioniert. Also ich habe es ein paar Mal probiert und ja, leider komme ich auch nicht schlagen mit dem, drum kommt er weg. Und zum Schluss eine Mascara, das ist L'Oreal Volume Millions Lashes So Couture. Ich glaube, den gibt es leider nicht mehr. Wenn ich so schade finde, weil der ist super gsi für die unteren Wimpern, weil der hat wirklich nur so ganz, ganz kurze Borsten, weil ich mache sonst immer ein bisschen Sauerei. Jo. Also der ist wirklich schade. Den hätte man sonst definitiv noch gekauft, aber den habe ich bis jetzt nicht mehr gesehen. So, das ist, glaube ich, ja, mein ganzer Abfall gewesen. Ja, wir haben es fast geschafft. Weil, jetzt kommen wir nur noch zu der Verlosung. Ja. Also, als erstes werde ich verlosen ein kleines Duftpäckchen. Und zwar von den Düften, die ich aussortiert habe, die ich leider nicht vom Kopf her verträge, die leider nicht so mein Geschmack sind, Goodies, die ja, für mich einfach ein bisschen zu klein sind zum Verdüfteln. Einfach weil ich mir gewöhnt bin, so größere Mengen zu verdüfteln. Ja. Und das sind hauptsächlich deutsche Produkte, also da ist die Kiste mit diesen Sachen, es ist glaube hauptsächlich Eisflower, ja wirklich hauptsächlich Eisflower, weil ich von ihrer letzter Zeit einfach gross viel gekauft habe, dann hat es ein bisschen von Wohlfühlmomente, dann hat es aber auch ein, zwei USA-Goodies von Vintage Chicksands, von Supertarts, ja. Also das wäre Päckchen Nummer 1. Und ja, das Päckchen Nummer 2 darf den der Gewinner sagen, über lieber... ein dufteliges Paket hätte ich von meiner eigenen persönlichen, nicht gerade kleinen Sammlung. Also dieser Person würde ich dann was ein bisschen zusammenstellen aus meinen eigenen Lieblingsdüften oder ja eben aus meiner eigenen Sammlung. Oder wenn er mich halt mehr schaut wegen meinen DMs hol oder sonstigen Sachen. Ich könnte auch gerne sagen, ihr hättet lieber gerne ein Päckchen mit Pflegeprodukt oder ein bisschen Make-up. Also das ist euch überlassen, ob ihr dann lieber ein Duftpäckchen wollt oder lieber so ein bisschen ein Pflege-Beauty-Päckchen. Ich werde es wahrscheinlich erst Anfang nächstes Jahr verschicken können, nur dass ihr da wisst, nicht dass ihr denkt, so jetzt verlost sie und ja, der Päckchen kommt nie. Nein, ich muss einfach Zeit finden, vielleicht auch vorher, aber eben, wahrscheinlich wird es erst Anfang Januar. Und ja, eben, das nochmal als kleines Dankeschön. Und ja, was müssen wir machen, um da überkommen? Nicht viel. Ihr müsst natürlich Abonnent von meinem Kanal sein. Und hinterlasst mir doch einfach im Kommentar, in den Kommentaren unten, oder ihr könnt mir auch ein PN schicken oder E-Mail, wie ihr wollt.
Was eures Lieblings-Weihnachtslied ist. Das nimmt mich wunder. Und ja. Wegen der Auslosung. Ja. Also ich schaue jetzt ein wenig. Bis ja, ins nächste Woche. Es ist ja schon der 23. Ja. Also ich werde jetzt das Ganze eine Woche laufen lassen. Bis zum 30. sagen wir. 30. Dezember. Und ja, wird denn das eben, weil ich wahrscheinlich nicht zum Filmen kommen werde, werde ich das selber auslosen und die Gewinner benachrichtigen. Also es wird nicht extra ein Video geben. Und ja. Also meine Lieben, das wäre es jetzt gewesen. 45 Minuten, es geht noch. Ich werde mir jetzt dann was zum Mittagessen machen, weil es ist gleich 12 Uhr. Ja, ich hoffe, das Video war nicht zu chaotisch gewesen, aber ihr kennt mich ja. Wie gesagt, eventuell tue ich noch ein, zwei andere Videos vortragen, aber über die noch da ja sind, weiß ich nicht. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Und an dieser Stelle wünsche ich euch wunderschöne Weihnachten, schöne Momente und geniesst und ja, einen ganz dicken Kuss, bis bald und tschüss zusammen.